Ein Vorwurf, dem wir uns als Muslime immer wieder ausgesetzt sehen, ist ja unsere ach so gewalttätige Religion. Wobei, Religionen sind nicht gewalttätig. Menschen sind es bzw. können es sein. Aber gut, das meint man ja auch eigentlich damit. Die Religion ist so gewalttätig, weil sie eben so zahlreiche gewalttätige Menschen hervorbringt. Und um diese These zu untermauern, verweist man gerne auf die zweifellos menschenverachtenden Anschläge, die man in den letzten Jahren im Westen erlebt hat. Nizza, Madrid, London, der Berliner Weihnachtsmarkt und natürlich auch der 11. September. Darüber hinaus gibt es auch zweifelsohne islamistische Terrororganisationen, die so etwas rechtfertigen, feiern und auch planen und durchführen. Der IS und Al-Qaida, um mal die zwei bekanntesten zu nennen. Jetzt kann man dem auf mehrere Arten begegnen. Man kann natürlich darauf hinweisen, dass 99,9% der Muslime diese Taten als barbarisch ablehnen. Und es ist schwer vorstellbar, dass 99,9% aller Muslime die eigentlich gewalttätige Botschaft ihrer Religion irgendwie nicht gecheckt haben. Man kann auch darauf verweisen, dass das kein Phänomen des Islams ist, sondern in allen Religionen vorkommt. Evangelikale, die in den USA Abtreibungskliniken stürmen. Die Lord's Resistance Army, die Anfang der 2000er Jahre einen christlichen Gottesstaat in Uganda errichten wollte und die ähnlich viele Opfer wie der IS auf dem Gewissen hat. Auch Buddhisten in Burma, radikale Hindus in Indien, Siedlergewalt in Israel etc. etc. All das zeigt, dass jede Religion für gewalttätige Zwecke missbraucht werden kann. Das sind alles Argumente, die man anführen kann. Was aber nicht funktioniert, das ist, wenn man einen christlichen Bankräuber ins Feld führt, wie ich es durchaus schon erlebt habe. Den gibt es sicherlich. Es gibt sicherlich auch wirklich überzeugte Christen, die regelmäßig sonntags in die Kirche gehen und eine Bank überfallen oder sonstige Verbrechen begehen. Und auch wenn jetzt der eine oder andere Christ aufjault und meint, das könne nicht sein, ein wirklicher Christ tue das nicht. Willkommen im Boot. Ich sehe auch praktizierende Muslime, die Dinge tun, von denen ich sagen würde, das tut ein praktizierender Muslim nicht. Aber, und deswegen erwähne ich das nur, ein christlicher Bankräuber, egal wie praktizierend, hat nichts zu tun mit der anderen Seite der islamistischen Terrormedaille. Wenn man da von Terror spricht, dann geht es um einen Gewaltakt, der mit der Religion gerechtfertigt wird, bei dem die Religion, zumindest aus Sicht des Täters, eine entscheidende Rolle für die Motivation spielt. Ob zu Recht oder nicht, das sei dahingestellt. Und ja, beim IS war zweifelsohne die Religion die treibende Kraft hinter den Gräueltaten. Beziehungsweise ein geradezu perverses Verständnis eben dieser Religion. Ebenso bei der Lord's Resistance Army, die einen Staat nach den 10 Geboten errichten wollte. Und die auch für jede Schandtat ein passendes Bibelzitat griffbereit hatte. Aber das hat mit dem christlichen Bankräuber nichts zu tun. Er würde die Bank auch überfallen, wenn er Hindu wäre oder irgendetwas anderes oder von mir aus gar nicht an Gott glaubt. Ebenso wenig taugt Hitler hier als Beispiel, der vom Christentum tatsächlich gar nichts gehalten hat. Und nicht einmal die Kindesmissbrauchsskandale der katholischen Kirche taugen dazu. Hier handelt es sich bei den Tätern zwar um Repräsentanten der Religion, ohne jeden Zweifel, aber die treibende Kraft hinter ihren Taten ist wohl eher ein gestörtes Verhältnis zu eigentlich normalen menschlichen Bedürfnissen. Kurz gesagt, weder Muslime noch ihre Religion müssen sich mit dem Vorwurf vermeintlicher Blutrünstigkeit abgeben. Und man kann auch sehr gut sachlich darauf antworten. Aber wenn man zwei Dinge gegenüberstellt, dann muss man aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und ganz davon ab, sollte man nicht in die Falle tappen, Verbrechen und menschliches Leid irgendwie gegeneinander aufrechnen zu wollen. Als Entkräftung eines pauschalen Vorwurfs gegenüber einer Weltreligion hat man jedes Recht, sachlich zu antworten. Als Aufrechnen von Unrecht gegen Unrecht, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken, taugt das jedoch nicht. Denn damit tut man sicherlich alles, außer sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten
und Kinder kostenfrei mit anmelden.